So, ja, hier möchte ich mal Folgendes machen, und zwar möchte ich die Sprache JavaScript vorstellen. Also JavaScript ist jetzt eine Programmiersprache erstmal, ja, und vielleicht die Zielgruppe für dieses Video, das sind jetzt Studierende und natürlich Interessierte, die jetzt vielleicht schon Grundkenntnisse im Programmieren haben, aber jetzt JavaScript noch nicht kennen. Also was hier vorausgesetzt wird, ist natürlich schon, dass sie gewisse Grundlagen des Programmierens kennen. Also das heißt, eine imperative Programmiersprache gelernt haben, wie es eben normalerweise im Studium der Fall ist. Also das heißt, in den ersten im ersten Semester würde ich mal sagen, sowas wie C ist da vielleicht mal gängig, oder auch Sprachen wie C, C++ oder Python oder auch Java. Ja, also Java als Sprache im Gegensatz zu JavaScript. Ja. Und mit sowas fängt man normalerweise an, wenn man jetzt irgendwie programmieren lernt an der Hochschule. Auch an anderen Einrichtungen werden, denke ich mal, die Sprachen gelehrt. Und was eben dann eher noch nicht von Anfang an gelehrt wird, ist eben JavaScript. Und darum soll es jetzt eben in diesem Video gehen, also JavaScript als quasi nächste Sprache. Natürlich ist es irgendwie so, dass manche Leute mit JavaScript das Programmieren anfangen, aber ich gehe jetzt eben mal von quasi einer professionellen Ausbildung aus, und da wird eben dann JavaScript erst als zweites vielleicht gelehrt. Ja. Und deswegen grundlegende Programmierkenntnisse sollten da jetzt mal vorhanden sein. Und das Ziel ist jetzt einfach mal, JavaScript so zu vermitteln, dass man jetzt eben was damit anfangen kann, um jetzt meinetwegen halt eben Webseiten zu programmieren. Das ist jetzt genau das, was man eben gerne machen wollen würde. Also das heißt, Webseiten programmieren. Man kann es natürlich auch als Skriptsprache für andere Dinge einsetzen. Da werde ich gleich noch drauf eingehen, vielleicht mehr. Ja, genau. Also ich werde jetzt mal einfach hier meine Folien quasi mal zeigen, um dann das Ganze mal Stück für Stück durchzugehen. Also überhaupt mal JavaScript. Was ist das überhaupt? Also vielleicht mal die Historie, wo JavaScript eigentlich herkommt. Das ist ja so, dass das auch von Namen her irgendwie ein bisschen irreführend ist, weil es ja irgendwie Java heißt, JavaScript, aber eigentlich direkt mit Java nichts was zu tun hat. Ja. Erfunden hat es ein Herr namens Brandon Eich, und zwar 1995 als Sprache für den Webbrowser Netscape. Also um das nochmal noch weiter auszuholen, es ist ja so, dass Tim Berners-Lee in den 90er, Anfang der 90er eben das World Wide Web erfunden hat, eben als neues Protokoll für das Internet. Ja, also das ist natürlich, führt jetzt ein bisschen zu weit, da mal noch Internet auch noch mit dann als Thema irgendwie aufzugreifen, aber natürlich ist es so, dass Internet und Web natürlich zwei verschiedene Dinge sind, und das Web ist natürlich ein Anwendungsprotokoll des Internets, und das wurde eben in den 90er Jahren von Tim Berners-Lee am CERN erschaffen, und zwar hat er den ersten Webbrowser programmiert, auch den ersten Webserver, und hat eben diese HTTP, dieses Hypertext Transfer Protocol, eben auch spezifiziert, und das hängt natürlich zusammen mit HTML. Und HTML ist jetzt keine Programmiersprache, sondern eben eine Markup-Sprache, eben um Dokumente im Prinzip zu beschreiben. Ja, genau. Und der erste Browser, den der Tim Berners-Lee gemacht hat, der konnte auch nichts anderes wie eben HTML im einfachsten Sinne, also der konnte nur Hyperlinks und ein bisschen Text formatieren. Ja, da gab es auch noch keine Bilder und so weiter. Das wurde dann eben erst später implementiert, eben mit Netscape. Da gab es dann irgendwie GIFs,
Also irgendwelche Bilder, die sich dann sogar bewegen konnten. Was da natürlich noch nicht drin war, war so eine Art Interaktion. Also das Ganze war sehr statisch. Man konnte zwar auf links klicken, aber das war es im Großen und Ganzen. Also links gab es, aber es gab eben keine weiteren Interaktionen sozusagen. Und zur gleichen Zeit wurde eben auch die Programmiersprache Java selber von Sun eben herausgebracht, ja. Und James Gosling hat die damals erfunden. Und Java ist eigentlich eine Universalprogrammiersprache, eine objektorientierte, typisierte Programmiersprache. Möchte ich jetzt auch nicht mehr dazu eingehen, weiter darauf eingehen. Auf jeden Fall gab es damals auch schon eine Kooperation eben mit Netscape und die haben damals eben die Sprache integrieren können in den Browser, sodass man im Prinzip kleine Programmchen, sogenannte Applets im Browser eben ausführen konnte. Das war damals eben die erste Möglichkeit, überhaupt irgendwelche Programme übers Internet zu verbreiten sozusagen oder übers Web, sagen wir mal so, oder übers Web, über den Browser. Und damit hat man natürlich dem Browser die Möglichkeit gegeben, eine gewisse Interaktion eben zu ermöglichen. Ja, also das war im Prinzip die Sache mit Java. Und jetzt wollten die natürlich irgendwo selber auch eine eigene Programmiersprache, Skriptsprache, die ein bisschen leichtgewichtiger ist, die sich besser in den Browser integriert, weil diese Applets, die waren ja im Prinzip so irgendwelche Fenster, die im Browser eben erschienen sind. Also da konnte man zwar irgendwo interagieren, auch mit dem Außenrum, mit dem DOM außerhalb vom, also mit diesen im Prinzip Bereichen, die um das Applet herum im Fenster des Browsers waren, aber so richtig gut funktioniert hat das eigentlich nicht. Auf jeden Fall war das natürlich schon auch eben damals, wie gesagt, ein Hype und da konnte man natürlich sowas machen wie Spielchen, Spiele im Browser, Interaktionen und so weiter, irgendwelche Anwendungsprogramme auch, kleine Programme, Applets, hat das ja damals geheißen, eben kleine Anwendungen, heutzutage sagt man Apps, das ist aber dann wieder was anderes, das ist ja dann eher quasi ein Programm. Ein kleines Programm am Anfang in einem Mobilgerät. Ja, und damals war das eben ähnlich toll, ne, irgendwie im Browser was zu machen. Und die von Netscape, die wollten eben eine eigene Sprache und dann haben die den Brandon Eich damals beauftragt, er sollte doch bitte eine Programmiersprache machen für den Netscape-Browser. Und der hatte da auch sehr wenig Zeit. Da muss man auch sagen, der hatte dann vielleicht 2 Wochen habe ich mal gelesen, nur Zeit und hat dann eben diese Sprache ganz schnell einfach zusammengezimmert. Der hat natürlich was in der Schublade gehabt. Was er eben hatte, waren solche Dinge wie, der war dann auch schon Entwickler von Interpretern, so eine Art funktionale Sprache, so eine Lisp-artige Sprache, da war er auch ganz gut. Und deswegen hat auch JavaScript so gewisse funktionale Aspekte schon immer gehabt. Was die natürlich wollten, also marketingmäßig von Netscape, war, dass die Sprache ein bisschen mehr aussieht wie Java oder wie C, damit die diese Programmierer eben ja, auch anlocken. Ja. Und deswegen gab es auch diesen Namen JavaScript, weil zuerst hieß es nämlich LiveScript und dann haben die das eben umbenannt in JavaScript, weil Java eben damals ein cooler Name war. Eben für Sprache im Web sozusagen, ja. Und also damals schon eine Marke. Ja, genau, und dann war es so, dass die Sprache JavaScript eigentlich lange Zeit so geblieben ist, wie sie jetzt damals gemacht worden ist. Und zwar sehr lange, bis in die, ja, über 2000er Jahre war eben dieses JavaScript 1.4. Das JavaScript hat sich eigentlich nie was geändert. Es gab vorher noch so eine Art Browserkrieg, wo eben auch versucht hat, eben Microsoft mit sogar einer eigenen Websprache daherzukommen, nämlich VB-Skript.
hat dann auch zum Teil eine eigene JavaScript, JScript hieß das damals, Version gemacht. Da gab es gewisse Inkompatibilitäten zwischen den Browsern, also vor allem zwischen Netscape und Internet Explorer. Da will ich aber jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen. Also das hat sich dann Gott sei Dank irgendwo erledigt, das ganze Thema. Jetzt kann man davon ausgehen, dass man eigentlich eine konsistente Version der Sprache hat. Und eben die überall gleich ungefähr sich verhält in jedem Browser. Also das ist jetzt vielleicht das Nächste, was die Umgebung natürlich ist jetzt in erster Linie der Browser, der Webbrowser. Und das ist eben aber kein HTML-Bestandteil, sondern eine eigene Programmiersprache, hier steht. Ja, man kann JavaScript direkt in HTML-Dateien einbetten, man kann es aber auch in externe Dateien schreiben, die dann geladen werden. Nach den 90er Jahren gab es jetzt eine neue Initiative, das Ganze zu standardisieren. Da gab es eben dieses ECMAScript, wie es eben jetzt auch heutzutage heißt. Also die meisten Leute sagen nach wie vor JavaScript, das heißt natürlich offiziell eigentlich ECMAScript. Es gibt eine große Version, die eben viele Neuerungen gebracht hat. Das ist diese ECMAScript 2015 Version. Oder auch ECMAScript 6, da gibt es teilweise abweichende Versionierungen. Ja, also JavaScript ist vor allem eine Sprache, um jetzt Dinge im Browser zu steuern, würde ich sagen. Ja. Es gibt aber auch dann noch weitere Parallelentwicklungen, nämlich also auch jetzt im Zuge halt nach den 2000er Jahren, da gab es einige Neuerungen, zum Beispiel eben Node.js. Das ist im Prinzip eine Serverumgebung oder eine Konsolenumgebung, in der man eben JavaScript auch ausführen kann, außerhalb des Browsers. Grundlage ist eben trotzdem diese V8 JavaScript Engine von Google, die eben auch bei Chrome zur Anwendung kommt. Und damit kann man eben serverseitiges JavaScript entwickeln, was auch sehr populär ist, weil das doch recht performant ist und sich gut eignet für auch Server. Also man könnte jetzt auch die komplette im Prinzip Web-Anwendungsentwicklung, wie man so schön sagt, diese Full-Stack-Entwicklung, alles mit JavaScript auch abfahren sozusagen. Genau. Okay. Ja, wo kommt jetzt das JavaScript im Browser hin? Das heißt, man hat ja jetzt ein HTML-Dokument, da möchte ich jetzt auch nicht so tief drauf eingehen, auf HTML. Da kann man vielleicht dann nochmal extra ein Schnipsel, Videoschnipsel dazu machen. Es gibt eben verschiedene Tags in HTML, verschiedene Bereiche des HTML-Dokuments. Es gibt den Head und den Body. Man kann das Script-Tag, das JavaScript eben enthält, überall einbauen, also in den Head, in den Body. Viele machen es am Ende hin, und zwar deswegen, weil damit erst das ganze HTML-Dokument geladen wird. Also das lädt sich ja wirklich Zeile für Zeile von oben nach unten. Und wenn man jetzt JavaScript oben einbindet, dann ist es so, dass man vielleicht auf irgendwelche DOM-Elemente zugreifen möchte, die noch gar nicht geladen sind. Deswegen ist es ganz sinnvoll, oft das Script-Tag nach unten zu verfrachten. Ja, genau. Das Script-Tag, das sieht eben so aus, wie hier zu sehen. Also man hat hier spitze Klammer auf, dann ein Keyword Script. Optional kann man noch schreiben, Type gleich Text JavaScript. Das ist einfach das, was korrekt ist sozusagen, ja, weil man vielleicht auch andere Script-Types noch haben könnte, was auch geht. Also da möchte ich aber jetzt auch erstmal nicht darauf eingehen, wie das dann funktioniert. Ja, dann hier steht da noch was, das ist irgendwie eher so historisch vielleicht noch. Also hier in der Zeile 2, da gibt es noch einen Bereich C-Data. Und das ist wirklich sehr verwirrend. Also da ist es so, da gibt es eben jetzt Slash Stern, ist im Prinzip der Beginn eines Kommentars. Dann kommt in dem Kommentar eben spitze Klammer, Ausrufezeichen, eckige Klammer, C-Data, eckige Klammer. Und dann wird der Kommentar wieder geschlossen mit Stern Slash.
Und am Ende des Dokuments ist das Ganze nochmal ein Kommentar, wo dann eben eckige Klammer, spitze Klammer zu in Kommentaren steht. Was das bedeutet, ist einfach, dass es hier noch einen, ja, dass das quasi X HTML-konform ist oder XML-konform, wo man nämlich im Prinzip das Ganze als Freitextbereich eben auszeichnet, eben C-Data, wie es eben in XML der Fall ist. Aber der JavaScript-Interpreter, der versteht natürlich dieses C-Data nicht und wird das quasi als nicht korrekt oder als Fehler eben ansehen. Und deswegen muss man das Ganze noch mit JavaScript-Kommentaren auskommentieren. Ja, das gibt es auch in CSS so ähnliche Sachen. Falls man es mal sieht. Also das ist so, dass man das heutzutage in HTML5 eigentlich nicht mehr braucht, aber wenn man jetzt korrektes XHTML machen will, was ja auch durchaus vielleicht sinnvoll ist, wenn man irgendwie HTML parsen will, wenn man das Dokument irgendwie mit einem HTML-Parser verarbeiten oder generieren will, dann kann man das so machen. Also es ist nicht falsch, aber es ist natürlich heutzutage nicht mehr notwendig, weil im HTML5 ist es so, dass man eigentlich nur das öffnen und schließende Script-Tag benötigt. Und genau da, an der Stelle, wo das Script-Tag eben im HTML-Text steht, wird eben auch sofort das JavaScript ausgeführt, wie in dem Fall Dokument.write, Anführungszeichen H1, guten Tag. Was bedeutet, genau an der Stelle erscheint im HTML-DOM eine Überschrift erster Ordnung mit dem Text Guten Tag. Also das heißt, man könnte das natürlich einfach auch so schreiben, aber das ist eben dynamisch generiert. Man könnte da eine Schleife außenrum bauen und so weiter. Genau. Dann gibt es noch ein weiteres Tag, das auch noch ja, eher vielleicht historisch heutzutage ist. Es gibt das NoScript-Tag. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel JavaScript ausgeschaltet, deaktiviert hat, dann gibt es eine Alternative, da wird eben dann dieser Text statisch eben angezeigt an der Stelle, wo das NoScript steht. Man könnte da so Meldungen machen wie bitte aktivieren Sie JavaScript. Ich meine, heutzutage mit den ganzen Handys und Interaktionsmöglichkeiten wäre es eigentlich sehr schlecht, wenn man JavaScript ausschaltet, weil ja im Prinzip eigentlich alles so funktioniert, aber es gibt es natürlich, muss man der Vollständigkeit mal erwähnen. Das ist ja auch so, dass es ja oft so ist, dass einige ältere Webseiten im Internet sind oder im Web und man vielleicht als Entwickler auch noch in die Verlegenheit kommt, ältere Seiten eben zu pflegen oder eben zu verändern. Und deswegen gibt es eben immer noch den Stand von damals. Man sieht immer wieder älteren Code, den man eben auch verstehen muss. Und deswegen ist es der Vollständigkeit halber mal erwähnt worden. Ja, genau. Ja, wie bindet man jetzt externe JavaScript-Files in ein HTML-Dokument ein? Man kann bei dem Script-Tag auch noch ein Attribut angeben, Source, und kann dann da ein JavaScript-File importieren, also an der Stelle. Man beachte, dass das Script-Tag trotzdem wieder geschlossen wird, aber an sich leer ist. Der Inhalt ist dann eben, der geladen wird, ist eben dieses Script.js-File. Also das kann man natürlich, da habe ich mich verschrieben, JavaScript soll da stehen, egal. Kann man hier extern einbinden, wie eben auch CSS. Da gibt es eben dieses andere Tag, Link für CSS zum Einbinden. Und bei JavaScript muss man das eben über Script und das Attribut Source machen. Was vielleicht gleich mal erwähnt werden kann, ist, dass natürlich jedes Mal, wenn ein externes File eingebunden worden ist, eben eine HTML-Verbindung geöffnet und geschlossen wird, sodass das sich vielleicht auf die Performance auswirken kann, wenn man zu viele einzelne Dateien einbindet. Deswegen gibt es ja auch meistens dann so das Verfahren, dass man ein Dokument draus macht und das einmal lädt oder das direkt eben ins HTML mit rein generiert. Ja, das kann man auch machen.
Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen, das so einzubinden. Ist natürlich auch eine Sache der Übersichtlichkeit. Also ich bin ja schon meistens ein Freund der Übersichtlichkeit. Das heißt, es ist natürlich gut, wenn man irgendwelche Dokumente und Code so macht, dass man den auch nachher wieder lesen und pflegen kann. Man arbeitet ja vielleicht nicht nur für sich, sondern auch für nachfolgende Entwickler oder für das Team. Und deswegen wäre natürlich die Übersicht eher mal das, was man, die Übersichtlichkeit, das, was man eher fördern sollte und dann danach eben erst Performance optimieren sollte vielleicht. Ja, genau. Gut. Jetzt gehen wir mal weiter. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, JavaScript einzubinden, und zwar Inline. Also Inline bedeutet, dass ich in irgendwelchen anderen Tags sogenannte Event-Händler eben angeben kann. Das sind Attribute, zum Beispiel wie OnClick. Ja, OnClick ist ja, denke ich, schon mal verständlich. Ja, das heißt, wenn ich jetzt irgendein HTML-Element habe und auf das HTML-Element klick mit der Maus oder auch dem Finger drauf tap, dann soll eine Aktion ausgeführt werden und da kann man einfach direkt JavaScript in diese Strings, in die doppelten Anführungszeichen hineinschreiben oder auch in einfache. Also das heißt, man kann ja bei diesen Attributwerten eben, muss man Anführungszeichen angeben, es können aber doppelt in einfache sein. Man muss nur irgendwie sich darauf einigen, dass man zum Beispiel, wenn man Parameter übergibt, jetzt in der JavaScript-Funktion, die da aufgerufen wird, dass die dann eben auch entsprechend, wenn man da Strings übergibt, entweder maskierte Anführungszeichen hat oder eben die anderen. Also das heißt, wenn man das Ganze in doppelte einschachtelt, dann hat man gerne innen in Parametern die einfachen, so dass man das klar ist, welches eben das umschließende die umschließenden Anführungszeichen für den String des Parameterwerts sind. Ja, genau. Also das kann man machen. Man kann eben Event-Händler eben angeben, wie zum Beispiel OnClick, OnFocus, OnKeyDown. Da stehen ja eine ganze Menge hier schon drauf. Und MouseDown und MouseOut, Over und so weiter. Es gibt natürlich eine ganze Menge. Man kann auch was anderes machen. Man kann bei Links bei dem Attribut href, also das heißt das Ziel des Links bei einem A-Anker-Tag, kann man auch JavaScript Doppelpunkt schreiben und danach eben ein JavaScript angeben, um das ausführen zu lassen. Also das ist auch nochmal eine Möglichkeit, die man hat. Natürlich, was ich hier erzähle, sind sehr grundlegende Sachen. Also man kann natürlich auch heutzutage wird man vielleicht, wenn man jetzt professionell entwickelt, kann man das natürlich machen. Man kann natürlich aber auch ein JavaScript-Framework nehmen und das mit dem machen. Ja, zum Beispiel mit klassischerweise jQuery, da werde ich dann später nochmal drauf eingehen. Das ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber man kann natürlich diese Event-Händler nehmen, man kann das natürlich irgendwo auch mit dem Framework anders behandeln. Aber um jetzt direkt was auszuprobieren und sich vielleicht auch wirklich unabhängig zu machen von irgendwelchen Frameworks, kann man natürlich diese Event-Händler ganz gut verwenden. Ja, hier mal ein kurzes Beispiel für eine Ein- und Ausgabe JavaScript. Also man hat hier meinetwegen das Head-Tag und da hat man eben ein Skriptbereich, ja, einen JavaScript-Bereich und in dem JavaScript-Bereich gibt es eben jetzt eine JavaScript-Function, die definiert ist. Das ist quasi so eine Art ja, Methode oder Subroutine, kann man sagen. Ja, die heißt jetzt hier Alter. Das stimmt natürlich nicht genau. Da wird jetzt eben erstmal ungefähr das Alter in Tagen berechnet, weil man dann einfach eben eingeben soll, wie alt man ist und dann wird das Ganze mal 365 multipliziert mit 365 und soll dann eben das Alter in Tagen ausgeben. Das ist natürlich nicht korrekt, aber
Bloß mal, um jetzt ein relativ einfaches Beispiel zu bringen. Ja, man sieht diese JavaScript-Function, die ist so aufgebaut wie eine Prozedur. Also die hat einen Namen, hier Alter, dann gibt es leere Parameterklammern, dann einen Rumpf mit geschweiften Klammern. Dann gibt es eine Variable Jahre, und diese Variable Jahre, die wartet auf die bekommt quasi ihren Inhalt von einem Window Prompt. Ja, das ist im Prinzip ein Fenster, das aufpoppt. Window ist ein globales Objekt, das eben im Browser verfügbar ist, JavaScript-Objekt. Und das hat einfach eine Methode Prompt. Da kann man angeben, eben eine Meldung und einen Standardwert. Und wenn man dann die Eingabe beendet hat, was eingegeben hat, dann wird eben der Wert, den man eingegeben hat, zurückgeliefert und das Ganze wird dann eben in die Variable eben gegeben, Jahre, und dann kann man neue Variable machen, Tage, das Ganze mit 365 multiplizieren. Und dann gibt es noch, das Prompt ist ja ein Eingabe. Dialogfeld, und dann gibt es eben noch ein Ausgabefeld, das ist eben das Alert. Das macht einfach auch nur ein Pop-up-Fenster auf mit einer Meldung. Und da kann man eben mit String Verkettung du bist plus Tage alt ausgeben. Das Ganze könnte man dann natürlich noch aufrufen, indem man einen Link macht, also einen Text einfach, Alter in Tagen, und das Ganze, wenn man draufklickt, eben mit dem href JavaScript Alter diese Funktion aufruft und dann ja, funktioniert das Ganze, ja, genau. So. Ja, dann mache ich mal noch kurz weiter. Das kann man ja einfach selber mal ausprobieren. Ich will jetzt da mit Mods das Ganze zeigen. Was gibt es noch? Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Ganze ein- und aus, die Ein- und Ausgabe zu machen. Man kann nicht nur Dialogfenster machen, man kann jetzt auch zum Beispiel eben HTML generieren. Ja? Also HTML generieren bedeutet jetzt einfach mal, dass ich an der Position, wo das Script-Tag ist, habe ich ja schon erklärt, einfach das JavaScript ausführe. Man kann mit Document-Write eben was direkt schreiben, wie es hier in der unteren, dem unteren Bereich ist. Document-Write schreibt genau an der Position eben HTML-Text. Ja, man kann da auch HTML-Text generieren. Man kann eine weitere Ausgabe machen mit console.log, kann man in die JavaScript-Konsole, die man eben im Browser eben sieht, ausgeben. Das kann ich mal vielleicht doch kurz demonstrieren. Moment, dann gehen wir mal kurz. Browser suchen. Ich mache jetzt einfach mal einen Browser auf. So, hier, ne? Hier habe ich eine Browser-Seite, das ist übrigens der Wikipedia-Eintrag von JavaScript. Ich kann hier die JavaScript-Konsole auf verschiedene Art und Weise aufmachen. Ich kann zum Beispiel hier mal rechtsklicken und kann einfach mal irgendwie Element untersuchen klicken. Da kann ich dann eigentlich irgendwas anklicken. Ich kann aber hier auch auf diese JavaScript-Konsole klicken. Im Firefox, also jeder Browser hat da so seine andere Methode, aber hier kann ich quasi irgendwas eben JavaScript eingeben, wie man hier sieht. Ne? Ich kann hier 3 plus 3 eingeben, das wird dann direkt ausgeführt. Ich kann es auch ein bisschen größer machen, kann es ein bisschen besser lesen. Ja, ne? Und da kann ich jetzt direkt JavaScript eben eingeben, kann jetzt auch console.log eben direkt eingeben.
und das eben ausführen, dann kommt das genau. Ich kann natürlich auch sowas wie eine Vorschleife machen. Ja. Und dann macht es doch nicht, weil machen wir doch mal die Klammer um. Achso, nee, macht er schon. Entschuldigung, hat er schon gemacht. Hier steht nämlich 10, das heißt 10 Wiederholungen bedeutet natürlich, dass er das 10 Mal gemacht hat. Das ist natürlich sehr schlau, wenn immer das Gleiche kommt. Dann jetzt irgendwie muss ich natürlich außerhalb schreiben. Und jetzt kommt es natürlich 10 Mal, ne? 0 bis 9, ist klar. Also das heißt, man kann da direkt JavaScript eingeben, ausführen auch. Ja. Genau, man hat natürlich jetzt auch die Möglichkeit, direkt im Dokument eben Sachen zu verändern. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine Methode getElementById von dem globalen DocumentObject. Und dann kann ich mir eben eine ID, das sind die Dinger mit der Raute, in, eben als ID normalerweise, ne? Also wenn ich jetzt ein HTML-Element habe, zum Beispiel ein Div, dann kann ich ja ID gleich, was weiß ich, mein Div nehmen oder so, und dann kann ich das unter der ID eben mein Div eben ansprechen. In CSS sind es die Dinger mit der Raute, wie gesagt. Also, aber wie gesagt, alles was eine ID hat, kann ich eben, wie hier da oben in Zeile 1, das P-Tag, das ist ein Absatz Element, das hat die ID-Ausgabe, und dann kann ich hier bei DocumentGetElement bei ID-Ausgabe eben das referenzieren und kann sagen, in der HTML, das ist quasi ein Attribut, das kann ich eben lesen und schreiben und kann das eben mit anderen Inhalten versehen. Und inner HTML ist eben alles, was innerhalb von diesem P-Tag ist. Ich kann da quasi auch selber HTML-Tags reingenerieren, indem ich die einfach in dem String angebe. Ich kann natürlich einfach auch nur irgendwie Text angeben, wie in dem Beispiel. Genau. Also das sind die Möglichkeiten, die ich jetzt einfach habe. Ja, was gibt es noch? Ich gehe einfach mal durch die grundlegende Syntax durch, die man eben jetzt so auch schon kennt. Also, wie gesagt, das ist jetzt wirklich relativ basic, das Ganze. Man kann mal kurz mal einen kleinen Augenblick. Kann man hier auch was verändern? Ich habe das mal kurz was Organisatorisches hier zu sehen. Ich kann hier da unten den Titel noch ausschalten. Hier, so. Gut, ja, man kann jetzt eben ganz normal Schleifen und If einsetzen, wie man es so kennt. Also hier habe ich eine klassische Vorschleife, Zeile 2. Man hat keine Typen in dem Sinn, man kann alle Variablen dynamisch typisieren. Man deklariert sie mit dem Keyword var. Man kann sie auch einfach nicht deklarieren, geht auch, dann sind sie quasi global. Var bedeutet, dass die einen gewissen Scope haben, und zwar, dass die quasi in jeder Function lokal sind, aber nicht lokal in Blöcken, wie es in anderen Sprachen ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also das heißt, das var bedeutet jetzt, es wird eine Variable eingeführt, die eben irgendwo lokal zu einem Objekt oder einer Funktion sind. Die sind eben nicht statisch typisiert, das heißt, die haben natürlich die Werte, haben natürlich schon einen Typ, wie zum Beispiel hier ist es natürlich schon ein Integer-Wert oder eben eine, ja, eigentlich eine
Zahl, ne, in dem Fall. Es gibt ja da auch nur Zahlen in JavaScript als Typen. Man kann natürlich in diese Variable dann auch andere Werte speichern, die einen anderen Typ haben. Aber also grundsätzlich ist es eben das Keyword var. Man muss nicht int, nicht float, nicht string schreiben oder sonst irgendwas. Man kann eben immer mit var anfangen. Man könnte dann heutzutage, das sieht man dann vielleicht später auf den Folien, sowas wie let nehmen, weil let ist nämlich eigentlich das gleiche, also ähnlich wie var, nur dass let eben wirklich einen Scope hat, also das heißt, lokale Variablen sind in Blöcken mit let wirklich lokal und nicht eben global, wie es mit var der Fall ist. Das ist ein bisschen ungewohnt, dass es sowas überhaupt gibt für andere Programmierer. Könnte natürlich auch zu Problemen führen. An sich, in dem Beispiel, was sieht man hier noch? Da gibt es eben eine Mathematikbibliothek, Math, da gibt es auch Random, das ist eigentlich so wirklich genauso, wie es in vielen anderen Sprachen, wie zum Beispiel in Java auch ist. Und da gibt es eben eine Zahl, eben größer gleich 0, kleiner 1, die eben wird generiert und die kann man eben auswerten, die ist zufällig. Also, und dann kann man eben sagen, if Zufall größer 0,5, Document Write Adler, Document Write Zahlen, hat man eben, wenn man das Ganze dreimal ausführt, eben dreimal eine Münze geworfen vielleicht, sowas in der Richtung. Ne? Ja, das if und das else ist genau wie in anderen Sprachen auch, die so ähnlich sind, C-artige Sprachen. Ich habe hier die geschweiften Klammern weggelassen, die sollte man natürlich eigentlich immer dazu machen, aber man kann sie natürlich auch weglassen. Ja, grundlegende Syntax, es gibt eben diese Functions, Funktionen, das hatten wir ja schon, also diese Function alte in Tagen, die liefert eben einfach einen Wert zurück mit Return. Wenn man jetzt von einer anderen Programmiersprache kommt, fällt natürlich hier auf, dass es man muss den Typ, den Return-Typ nicht angeben, also man muss nicht irgendwie int oder float alte in Tagen schreiben, sondern nur Function alte in Tagen. Man kann auch nichts zurückgeben, also der Funktion sieht man erstmal nicht an, ob sie quasi eine Void-Funktion ist oder eben was zurückgibt. Sie kann was zurückgeben, sie kann auch nichts zurückgeben. Genauso die Parameter, da muss man die Typen auch nicht angeben, man gibt einfach nur Parametervariablen an, die eben dann verwendet werden können und die sind dann auch lokal tatsächlich. Also genau. Ja, gut, was gibt es noch? Es gibt Functions, gehe ich gerne mal genauer drauf ein. Das sind dann mal so, ich gehe vom Einfachen ins Komplizierte, wird schon noch ein bisschen schwieriger dann auch. Also falls ich jetzt, manche denken, das ist jetzt irgendwie trivial, aber ich weiß ja nicht, wie weit eben, es ist ja eine Einführung in JavaScript, deswegen ist es ganz gut zu erwähnen, was da grundsätzlich für Dinge gibt natürlich. Ja, es gibt Arrays. Arrays kann man auf verschiedene Arten initialisieren. Man kann zum Beispiel einfach mal mit New Array tatsächlich ein neues, leeres Array machen. Man kann auch ganz einfach eckige Klammern nehmen, wie in Zeile 2. Man kann da einfach schreiben, R gleich eckige Klammern. Dann macht man quasi ein neues, leeres Array auch. Man kann dann über Indizes, zum Beispiel wie in Zeile 4 eine 1, einfach einen Wert für diesen Index festlegen. Und man kann auch interessanterweise auch nicht Zahlen, sondern andere Sachen als Index machen, was man nicht machen sollte, weil da gibt es noch einen anderen Typ, der das eben auch besser sich eignet dafür. Und man kann eben über eckige Klammern und Angabe des Index dann auf die gespeicherten Werte zugreifen. Es gibt nicht sowas wie Array Index Out of Bound Exception oder sowas. Das heißt, es gibt nichts, was im Prinzip einen Fehler verursacht, wenn man auf Elemente, die nicht existieren, zugreifen. Also es gibt dann eben sowas wie Undefined als Wert für JavaScript, der dann geliefert wird, wie eben in der ersten Ausgabe hier. Undefined bedeutet eben nicht da.
Also das heißt, wenn man eine Variable nicht definiert hat oder es auch die gar nicht gibt sozusagen, was ja auch für eine Array-Index-Variable zutrifft, dann hat die standardmäßig eben keinen Wert, nämlich undefined. Ja, ist ja klar. Gut, man kann dann Arrays natürlich mit Schleifen durchlaufen. Ja, man kann jetzt hier zum Beispiel mal zwei Dinge in ein Array tun. Ich habe jetzt mal bewusst irgendwelche anderen Indizes genommen, was natürlich geht. Man kann dann mit einer For-In-Schleife, For, var, t, in, r, eine Vorschleife machen, und das ist jetzt auch ein bisschen verwirrend, weil zum Beispiel die For-In-Schleife in Java mit dem Doppelpunkt, die liefert tatsächlich die einzelnen Werte, aber dieses var t in r, da wird dieses t eben zum jeweiligen Index und nicht zum jeweiligen Wert. Also hier zum Beispiel a und b, da wird eben jetzt die Zellvariable t eben erstmal zu a oder zu b und der Inhalt eben zu Inhalt 1 und Inhalt 2. Man kann natürlich vielleicht hier nochmal kurz eine klassische Vorzählschleife machen mit einem Index und dann über den Index zugreifen. Ja. Jetzt nochmal zurück zu den Funktionen, weil die Funktionen in JavaScript ja einen besonderen Stellenwert haben. Ja. Man hatte ja vorher immer, wie das Alter in Tagen, da hatte die Funktion ja sowieso schon einen Namen. Aber im Prinzip kann man den auch anders festlegen, wie zum Beispiel hier. Da kann man sowas machen wie, man kann einen Variable nehmen und darin eine Funktion speichern, also ein Funktionsobjekt sozusagen. Und das Funktionsobjekt selber, das muss im Prinzip keinen Namen haben, das ist eben nur die Funktion. Also die Namen bekommt es dann eben durch dessen Speicherung in der Variable. Also wenn ich hier Function, eckige runde Klammern A habe mit dem Body Return A mal 365, dann ist das im Prinzip ein Funktionsobjekt, das in dieser Variable gespeichert wird. Und natürlich, was das Interessante an dem Ganzen ist und was eigentlich der Kern von dem funktionalen Programmieren eigentlich irgendwo ist, ist, dass eben Funktionen nicht wie in anderen Sprachen eben nur, was weiß ich, Zusammenfassungen von Code sind, sondern eigenständige Objekte, die man eben in Variablen speichern kann und damit auch verschiedene Dinge machen kann, wie zum Beispiel den Wert der Variablen einer anderen Variablen übergeben oder auch einer anderen Funktion. Also das ist einfach das, was das Interessante dran ist. Wie eben in dem Beispiel, diese Funktion fnt, die kann ich natürlich jetzt zum Beispiel einer anderen Funktion mitgeben, wie diesem Funktionsobjekt, das in Ausgabe sich befindet. Also hier ist eine zweite Funktion in Zeile 5. Der übergebe ich eben eine andere Funktion. Also der Parameter 1 ist ein Parametervariable, die eben eine Funktion sein soll. Ne? Und die kann ich natürlich dann auch aufrufen, indem ich dann wieder mit Parameterklammern arbeite und dann eben da den Wert reingebe. Ich kann quasi diese Funktion Ausgabe aufrufen, auch mit eben Übergabe von Parametern, und zwar diese Funktion, die ich am Anfang definiert habe, die Variable, die eben dieses Funktionsobjekt beinhaltet, und einer Zahl. Dann wird eben in der Zeile 5 eben dieses Funktionsobjekt, das dieses Alter in Tagen ausrechnet, meinetwegen als Parametervariable eben aufgenommen, und dann kann ich das auswerten und kann dann auch die Funktion aufrufen mit dem anderen Parameterwert. In Zeile 4 sieht man noch quasi schon so eine Syntax, die eben mit dem ECMAScript 2015 eben eingeführt worden ist, und zwar eben eine Kurzschreibweise für Funktionen, weil normalerweise muss ich ja immer schreiben Function,
runde Klammern, Parameter innen rein und dann geschweifte Klammern Rumpf mit Return und so weiter. Ich kann das quasi sehr viel kürzer schreiben. Ich kann im Prinzip auf der rechten Seite von dem ist gleich, also von dem ersten ist gleich, let fnt ist gleich, kann ich die Funktion angeben mit Parameter, dann Pfeil, also ist gleich Größezeichen, Pfeil sozusagen, ne? Und dann gleich den Return-Wert. Ne? Einmal 365, habe ich das quasi in einer Zeile geschrieben und habe dann eben auch eine fnt-Variable, die ich verwenden kann. Zusätzlich habe ich hier noch dieses let als Keyword eben noch verwendet, eben das ist quasi dieses Var mit Scope sozusagen, genau. Also ist im Prinzip, das macht ähnliche Sachen, manche schreiben so, manche so, es gibt da irgendwie auch unterschiedliche Philosophien. Wie gesagt, das klassische alte JavaScript ist eben Zeile 1 bis 3, Zeile 4 ist eben das neuere, was natürlich komfortabler ist zu schreiben irgendwo, weil es eben, was weiß ich, gerade wenn man das, man könnte auch die Funktion direkt Entschuldigung, in den Parameter, in den Aufruf vielleicht angeben. Und wenn ich das mache, dann wäre es eben so, dass das dann eben umständlich ist, wenn ich da Function und geschweifte Klammern schreiben müsste, was aber auch viele machen. Ja, genau. Jetzt kommen wir mal kurz zu so Dingen wie Objektorientierung. Ja, Objektorientierung gibt es auch interessanterweise eine ganze Menge Möglichkeiten, die zu realisieren. Ich werde jetzt mal ein paar Möglichkeiten vorstellen und dann auch eine modernere Variante von dem ganzen Thema. Also, wenn man jetzt sowas hat wie ein Objekt, dann ist das vielleicht jetzt anders als in anderen Programmiersprachen, wo ich jetzt eine Vorlage mache und dann mit new ein Objekt erschaffe. Das geht natürlich im JavaScript auch, werden wir später sehen. Aber klassischerweise ist es so, dass ich in JavaScript anders denke, und zwar ich mache im Prinzip, ich beschreibe ein Objekt, also eins sozusagen. Hier in der ersten Zeile ist es so, da wird eben ein neues leeres Objekt erschaffen. Also das heißt, ich kann mit new object irgendwo einfach ein Objekt machen, ein leeres Objekt. Und so wie bei, Entschuldigung, wie bei new array kann ich natürlich auch eine alternative Kurzschreibweise machen und kann dann hier beispielsweise das Ganze mit geschweiften Klammern machen. Also das ist ein leeres Objekt. Und dann kann ich das Objekt eben mit einzelnen Attributen versehen oder Feldern und kann eben dieses Objekt, das in der Variable student1 ist, kann ich dann nehmen und kann mit Punkt, Vorname einen Wert vergeben, dynamisch. Ich kann das dynamisch erweitern, im Gegensatz zu einer Klassendefinition, wo ich ja normalerweise nicht dynamisch erweitern kann. Ich kann dann eben sagen Student1.alter, kann dann da verschiedene Werte einfach in das Objekt füllen und kann sogar quasi Methoden angeben, indem ich einfach in diese Objekt-Variablen eben einfach eine vergebe, die gibAlter in Tagen heißt und dann da eine Function angebe, die eben dieses Alter in Tagen ausrechnet. Also man kann da vielleicht schon ein bisschen erkennen, dass das eigentlich schon sehr logisch aufeinander aufbaut. Das Schöne finde ich nämlich an JavaScript ist halt irgendwo, dass man irgendwie sieht, wie das Ganze entsteht. Man sieht, wie quasi Objekte gemacht werden oder wie die irgendwie sich strukturieren. Also bei Java ist es irgendwie so, ich habe eine Klasse, mache new und dann wird irgendwo im Speicher was gemacht, was ich eigentlich nicht genau weiß. Da kann ich das irgendwo ein bisschen nachvollziehen, habe ich so das Gefühl, indem ich eben das Objekt selber baue. Und da kann ich eben jetzt einfach eine Objektvariable nehmen, kann da eine Function oder sonstige
Dinge eben speichern. Alles, was ich in Variablen speichern kann, also auch Funktionen, kann ich natürlich da eingeben. Und deswegen kann ich quasi ein richtiges Objekt machen mit eben Feldern und Methoden, kann man sagen. Genau. Kann dann auf die ganzen Dinge zugreifen, kann auf die Objektvariablen zugreifen, kann dann auch diese Funktion aufrufen, indem ich dann einfach runde Klammern hinten dran setze. Und die Ausgabe ist auch klar. Genau. Ja, man kann es natürlich auch anders schreiben. Man kann es kürzer schreiben. Man kann anstatt einfach leere Klammern anzugeben, geschweifte, kann ich in das Objekt im Prinzip die Objektvariablen Namen oder die Keys, die sie eigentlich auch sind, mit reinschreiben und dann mit Doppelpunkt danach den Wert angeben und dann ein Komma machen und danach eben die nächste Eigenschaft angeben mit Key Doppelpunkt Value. Und das ist es nämlich auch. Also das heißt, diese Datenstruktur Objekt in JavaScript ist eigentlich nichts anderes wie ein Dictionary, kann man sagen. Also du hast in quasi Datenstrukturen, da wäre es ein Dictionary, ich gebe einen Key an, Doppelpunkt Wert oder Map heißt es woanders, oder irgendwie verschiedene andere Begriffe gibt es dafür, Wörterbuch oder so. Ne? Das ist eigentlich ein JavaScript-Objekt, das ist nichts anderes wie so eine Map. Und man kann dann auch, wenn man eine Variable hat, in der diese Map gespeichert ist, oder dieses Objekt, kann man eben mit Punkt Key eben einfach angeben, diesen Key angeben und dann eben den Wert zurückbekommen. Man kann auch, das ist ganz witzig, hat eine andere Möglichkeit des Zugriffs, und zwar über eben die Indexklammern, eckigen Klammern, und dann gebe ich einfach in Anführungszeichen den Key an. Und da sieht man schon auch, das ist eigentlich nichts anderes wie ein Array auch. Also das heißt, das hat was miteinander zu tun. Und zwar eigentlich das, dass auch Arrays eigentlich Objekte sind. Genau. Aber spezielle Objekte. Natürlich, indem ich automatisch vergebene Keys habe, nämlich die Zahlen. Genau, also das hat was miteinander zu tun. Das ist quasi alles miteinander verwoben. Deswegen ist es auch eigentlich sehr anders als jetzt bei Java. Bei Java habe ich primitive Datentypen, Objekte und so weiter. Und hier ist das im Prinzip alles irgendwo miteinander verwoben. Also es gibt eben im Prinzip nur ein Konzept. Ja? Dieser Index, den ich da in Klammern angeben kann, der hat natürlich auch den Vorteil, dass ich den Indexnamen generieren kann, weil es ja ein String ist. Und nachdem ich ja auch Objekte dynamisch generieren kann, kann ich natürlich auch da die quasi Eigenschaftsnamen auch dynamisch vergeben, was natürlich sehr viele Möglichkeiten eröffnet zum Programmieren. Natürlich auch Code irgendwo unleserlich machen kann. Da muss man schon aufpassen. Genau. Man kann natürlich auch diese Objekteigenschaften durchlaufen. Also man kann hier im Prinzip mit var u in student 2 im Prinzip bekomme ich die jeweiligen Indizes und kann natürlich über den Zugriffsoperator natürlich die Indizes wieder auswerten. Dann kann ich quasi alle Objekteigenschaften oder eben Properties durchlaufen. Das geht auch. Ja, genau, und so sieht man es eigentlich, habe ich ja gerade schon gesagt, Arrays sind im Prinzip Subklassen von Objekten, weil sich die so ähnlich verhalten, aber es sind quasi die Subklassen und nicht die Superklassen, weil nämlich die sind im Prinzip spezialisiert auf Zahlen, und es gibt noch zusätzliche Methoden, die eben Objekte nicht haben, wie IndexOf. Ne? Das heißt, die ja nur bei Zahlen eben sinnvoll sind, ne?
Weil ich ja den Index bekommen will, also Index als Zahl, genau. Ja, jetzt gehen wir mal zu dem, was immer so schön JSON heißt, was ja auch ein wichtiges Konzept ist, was in vielen Webbereichen eben Einzug gehalten hat. Und zwar, JSON steht für JavaScript Object Notation. Und das ist auch von Herrn Crockford eben definiert. Der hat auch eine Webseite, da kann man mal vielleicht gucken. Die kann man mal aufmachen. Da sieht man auch, was eben JSON ist. Das ist quasi eine Untermenge von JavaScript. Also der Douglas Crockford hat das hier sehr schön eben mal aufgezeichnet. Ich mache das mal kleiner. Das ist so ein Railway-Eisenbahn-Diagramm. Man sieht, ein Objekt geht los, JavaScript-Object mit geschweiften Klammern auf, irgendwelchen Whitespace, man kann es leer machen, ne, oder auch nichts. Und zu, oder man kann eben hier eingeben einen String, einen Doppelpunkt und einen Wert und dann ein Komma und das gleiche nochmal machen. Oder man kann dann irgendwo aufhören und die Klammer wieder zumachen. Das heißt, das ist jetzt einfach ein JavaScript-Object. Das Interessante ist nur, dass das jetzt irgendwo rekursiv ist, weil nämlich Value, also der Wert selber, der kann auch verschiedene Eigenschaften haben. Also Value kann sein, eben verschiedenes hier, nämlich Value kann sein, ein String, eine Number, das wäre quasi so die einfachen Datentypen. Das kann aber auch sein, wieder ein Objekt selber, also rekursiv, oder ein Array, oder True oder False, oder Null. String ist klar, das ist eben mit Anführungszeichen, mit irgendwelchen Escape-Sequenzen. Number ist auch klar, das ist eine Kommazahl, Fließkommazahl, gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. Whitespace kann auch irgendwas sein. Interessant ist nur, dass jetzt Array eben eckige Klammern hat und als Inhalt auch einen Wert, also Value haben kann, der natürlich irgendwo wieder entweder Object oder Array sein kann. Das Ganze ist dann rekursiv und ja, deswegen kann man eigentlich sehr komplexe Dinge damit beschreiben und zwar eigentlich, so, ich würde mal sagen, auch alles, was man mit anderen Markup-Sprachen auch auszeichnen kann. Zum Beispiel, was man mit XML machen kann, das kann man mit JSON auch beschreiben. Und das wird nämlich auch gemacht. Das heißt, viele APIs, Web-APIs, die liefern einfach JSON Datenstrukturen zurück, also die Daten als in einer JSON-Datenstruktur eben. Der Vorteil dabei ist, dass es irgendwo weniger Zeichen verbraucht, zum Beispiel als jetzt XML, ne, weil XML, da habe ich ja diese öffnenden, schließenden Tags, die ja auch schon wieder Namen haben, da werden sehr viel mehr Zeichen quasi verbraucht, deswegen ist es irgendwo ein schlankeres Format. Es ist aber eigentlich auch genauso lesbar, weil ich ja die Namen habe als quasi Keys. Was man mit JSON immer beschreibt und auch mit XML eigentlich, sind baumartige Datenstrukturen. Hier habe ich zum Beispiel mal so einen Baum, der eben so quasi die Tiefe, der Tiefe nach durchnummeriert ist. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, also nach dem tiefen Durchlauf quasi. Wenn man das Ganze als JSON-Datenstruktur im Prinzip mal realisieren wollen würde, könnte man das so machen. Da gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Aber man könnte einfach sagen, Name 1, Children und quasi die Eigenschaft Children, die hat dann eben ein Array. Das sind eben dann die ganzen Kinder von 1, nämlich
eben jetzt hier in dem Fall nur 2, 6 und 8 drin, also 2, 6 und 8 in der Ebene. Das sind die Children in diesem Array. Da geht die eckige Klammer hier auf und hier unten zu. Und in dem 2 zum Beispiel, da sind die Children 3 und 5 hier, ne, in der Ebene. Und so kann man im Prinzip alle Arten von baumartig strukturierten Daten, also hierarchisch strukturierte Daten, quasi in einem JSON-File ablegen. Also solange es hierarchisch ist, eignet sich das ziemlich gut, natürlich auch für nicht-hierarchische, aber da könnte man dann vielleicht einfach andere Formate nehmen wie CSV, die eben sich dafür auch ganz gut eignen. Aber man kann eben komplexe Strukturen beschreiben. Der Vorteil daran ist auch, dass es eben gleich in der JavaScript-Syntax ist und das heißt, das Parsen in JavaScript ist sehr einfach, ja? Also das heißt, es entfällt eigentlich quasi schon fast, weil es ja eigentlich JavaScript schon ist. Ja? Also ich muss natürlich schon den String nehmen und den irgendwie parsen. Da gibt es auch eben diese Möglichkeit mit JSON.parseString eben das zu machen. Aber das Schöne ist, dass ich eben Daten und Code in einer Sprache beschreiben kann. Das ist eigentlich das Charmante an dem Ganzen. Das habe ich eben bei Java oder bei C nicht, weil Daten und Code immer was anderes ist in der Regel. Also da kann ich im Prinzip diese JavaScript Object Notation nehmen, um eben jetzt Daten zu beschreiben. Was da nicht, wie man laut Douglas Crawford auch gesehen hat, was man da nicht beschreiben darf, sind natürlich Functions können da nicht rein. Und deswegen ist es eine Untermenge, also es ist quasi auch keine imperativen Konstrukte wie if und so weiter, darf man da auch nicht reinnehmen. Das ist eben eine Datenbeschreibungsnotation, die sich eben der JavaScript-Syntax bedient. Ja. Genau. Ja, und gleichzeitig kann ich natürlich genau dieses hier, was es hier ist, das kann ich natürlich auch irgendwo direkt in JavaScript-Code schreiben und damit eben ja einfach direkt Strukturen aufbauen. Ich kann das ja mal kurz mal demonstrieren. Ich mache jetzt irgendwie eine Variable, obj ist gleich. Mache hier geschweifte Klammern und kann dann eben hier mal so Doppelpunkt irgendwas angeben natürlich hier und habe eben hier das Objekt und kann natürlich da auch relativ komplexe Sachen machen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel keine Ahnung, einen Studenten zum Beispiel mal machen. Adresse oder Name. Oder ja, Doppelpunkt oder Adressen, ne, könnte man machen, mehrere. Und dann könnte man hier zum Beispiel mal einfach da noch irgendwelche Adressen angeben und sagen, was weiß ich, wieder Objekte. Ne? Da könnte ich jetzt hier sagen, Straße, Schloss, oder so. Ist egal, ne? Ich meine, ich könnte jetzt da verschiedene Dinge machen. Komma, Nummer, Doppelpunkt 1. Das wäre die erste Adresse, dann könnte ich jetzt eine zweite dazu machen. Ne? Könnte jetzt sagen, wieder ein Objekt, Straße, machen wir mal irgendwie die Ali oder so, ne? Sehe ich gerade nicht, was ich tippe. Jetzt nochmal.
Genau, Anführungszeichen, Komma, Nummer, Doppelpunkt, 4. So, aber da, so. Genau, jetzt kann ich mir das natürlich mal ausgeben lassen und dann habe ich im Prinzip diese JSON-Datenstruktur hier und das Ganze eben direkt in einem JavaScript-Objekt eben gespeichert. Objekt.name kann ich einfach ausgeben. Ich kann natürlich hier auch Adressen mir angeben lassen. Adressen kann dann über den Index 0, das wäre quasi die erste Straße-Adresse, mir das ausgeben lassen und kann natürlich hier 0.Straße angeben lassen und so weiter. Und kann natürlich dann auch durch den ganzen Baum gehen und kann im Prinzip so eine Datenstruktur eben direkt auch notieren in JavaScript, was natürlich sehr vorteilhaft ist natürlich. Okay, das war jetzt mal das Thema JSON. Man beschreibt Objekte einfach. Also das heißt, die Philosophie in JavaScript ist einfach, ich beschreibe Objekte und kann die direkt verwenden. Und jetzt einmal zu diesen Objektorientierungsgeschichten in JavaScript. Also ich habe ja da vier Möglichkeiten, Objektorientierung zu machen, die mir jetzt so quasi in den Sinn kommen. Vielleicht gibt es auch mehr. Also es gibt auch Frameworks, die das erlauben. Ja, Objektorientierung, da habe ich ja eigentlich normalerweise sowas wie Klassen und Vererbung. Also das heißt eine Vorlage. Und ich kann verschiedene Objekte aus der Vorlage machen. Und ich habe sowas wie Subklassen, ne? Wie zum Beispiel Mammal und Cat. Und um sowas in JavaScript zu machen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der klassische Weg, ich habe das übrigens auch aus dem Buch von Douglas Crawford so ähnlich, steht es da beschrieben. Die klassische Möglichkeit, ich mache im Prinzip, wie wir es schon jetzt hier gehabt haben, einfach ein Objekt. Da ist der. Ich habe die Quellen auch mal angegeben. Ein MyMammal-Objekt, da habe ich den Namen, the Mammal. Und bei einer Methode, getName, da gebe ich einfach die Function an, die mir den Namen zurückgibt. Übrigens interessant, wenn ich eine Objekt Function habe, also eine Function, die in einem Objekt sich befindet und ich möchte auf die Objekt Variablen zugreifen, also auf die einzelnen Felder oder eben die Keys für das Objekt, da muss ich immer this schreiben. Also ich kann nicht Name schreiben wie in JavaScript, ich muss immer das this mit davor setzen, das ist zwingend notwendig, um auf das Objekt auf die Objektvariablen zuzugreifen. Das ist ganz wichtig. Genau, immer das. Genau. Man kann jetzt Folgendes machen. Man kann mit Object Create kann man im Prinzip eine Kopie machen von dem Ganzen. Ja, funktioniert nicht in allen Browsern, egal. Internet Explorer können wir vergessen heutzutage. Also Object Create kann man ein neues Objekt erzeugen. Und dann kann ich natürlich den Namen ändern und habe dann im Prinzip ja, eine Katze oder so oder vielleicht. Also das wäre jetzt einmal das Einfachste. Aber ich kann das auch wirklich hier, denke ich mal, in dem Beispiel, das ich hier jetzt habe. Ich sage jetzt, war Adressen gleich so natürlich nicht create, sondern create. Genau. Und dann habe ich eben im Prinzip das Ding leider leer.
Aber ich habe hier schon mal die Adressen. Genau, die sind schon mal da. Gut, also das kann ich machen. Ich kann natürlich das auch ausnutzen, dass bei Return eine neue Variable angelegt wird und zurückgegeben wird. Das heißt, ich kann mir sowas machen wie eine Generatorfunktion hier. Das heißt, ich kann sowas machen wie New Mammal als Function, kann da quasi Parameter reingeben und gebe in Return genau ein Objekt zurück. Und immer wenn ich New Mammal aufrufe, diese Funktion, wird ein neues Objekt generiert. Also das ist im Prinzip, ich schreibe mir einen Konstruktor, der quasi auch die Klasse ist. Also das heißt, das New Mammal ist quasi eine Generatorfunktion. Ich kann hier quasi Werte reingeben und kann quasi dann auch verschiedene Konstruktorparameter dadurch realisieren. Ich kann hier New Mammal machen, kann natürlich dann auch Vererbung machen, indem ich eine neue Generatorfunktion mache, die New Mammal aufruft, dann das Objekt kriegt und dann erweitert das Objekt um, dynamisch erweitert um verschiedene Methoden, wie zum Beispiel dieses Saying Miau, und dann kann die Katze eben Miau sagen. Also wie es funktioniert ist hier, New Cat wird aufgerufen mit dem Wert Henrietta und das Henrietta wird eben in die Parametervariable n kopiert. Es wird New Mammal aufgerufen mit eben Henrietta auch. Es wird ein Objekt mit Return generiert, also das heißt, hier sind die geschweiften Klammern, wird ein neues Objekt gemacht. Dann wird eben der Wert eben Henrietta in Name integriert und das ganze Objekt zurückgegeben, dann eben erweitert mit dem Saying und dann das Ganze nochmal zurückgegeben und dann habe ich ein Objekt, das eben diese Katze repräsentiert, kann man sagen. Genau. Ja, es gibt noch eine Möglichkeit, die eben auch recht exzessiv früher eingesetzt worden ist, um es mal so zu sagen. Also das heißt, diese klassische JavaScript-Objektorientierung bis zur Version 1.4 eben in den 2000er Jahren, das lief immer über eine ja, Objekteigenschaft, die Prototype heißt. Das ist eben eine Property. Wenn ich mit, ja, wie soll ich sagen, wenn ich, da gibt es jetzt was Neues, einen Konstruktor auch, der eben mit New aufgerufen wird, New. Und wenn ich mit New was aufrufe, dann wird eben das Prototype mit im Prinzip verwendet, um das Objekt, also wird es an das Objekt angehängt. Also vielleicht gehen wir mal von oben nach unten. Also ich habe hier eine Funktion, also das ist auch interessant, kein Objekt, sondern eine Funktion, weil das Lustige ist ja auch, dass Funktionen im Prinzip auch Subklassen von Objekten sind. Also so wie Arrays auch Subklassen sind, sind eigentlich Funktionen auch, werden die auch alles von Objekten. Nur dass eben Funktionen, also Funktionsobjekte haben wir ja auch schon gehört, die können eben Parameter aufnehmen. Und da habe ich jetzt sowas, ich könnte sowas machen wie eine Function, die nimmt eben einen Parameter. Und nachdem this ja eben auf Objektvariablen zugreift und Funktionen Objekte sind, kann ich quasi in diesem Funktionsobjekt auch irgendwas speichern. Also der Vorteil ist eben, wenn ich jetzt keine Objekte nehme, sondern die Funktion, dass ich dann eben Parameter verwenden kann und dann so eine Art automatisch schon sowas wie einen Konstruktor habe.
Und jetzt habe ich hier eben eine Funktion, ein Funktionsobjekt in der Variable mammal. Und jetzt kann ich das aber noch erweitern um weitere Methoden. Also was ich hier bei den ersten Zeilen 1 bis 3 ist eben eine Funktion, die jetzt auch ein Feld hat, nämlich Name. Aber ich habe ja noch keine Methoden. Und die Methoden kann ich dann eben mit Prototype machen. Ich kann jetzt sagen, von diesem Ding, dann nehme ich jetzt, ich hätte gerne eine Methode getName, die wieder eine Funktion ist, die mir eben this.name liefert. Ich könnte natürlich mammal.getName schreiben, wenn ich nur ein mammal hätte. Wenn ich aber quasi bei quasi Kopien, nicht mit Object Clone, sondern mit New, weitere Mammals haben wollen würde oder will, die eben auch eine getName-Methode haben, da muss ich das in diese Prototype-Property setzen. Das heißt, ich mache hier mammal.prototype.getName, gebe die Funktion an, mache dann vielleicht noch eine zweite und jetzt kann ich nämlich das machen. Ich kann sagen, mammal, my mammal gleich new mammal und habe dann auch dieses getName zur Verfügung. Also das heißt, das New und das Prototype korrespondiert. Also wenn ich mit New eine neue Instanz anlege oder eine Kopie, dann muss ich das alle Methoden vorher als Prototype definieren. Genau. Und dann habe ich im Prinzip schon eher das, was ich klassischerweise bei objektorientierten Sprachen kenne. Also das heißt, ich habe eine Definition einer Klasse, Methoden, hab New, hab eine Kopie, kann natürlich auch Vererbung machen, ne? Kann quasi ein neues Funktionsobjekt machen mit anderen Properties und kann aber quasi als Prototype das komplette Funktionsobjekt Mammal nehmen. Ne? Kann sagen cat.prototype gleich New Mammal, muss aber auch New machen, damit er im Prinzip das Ganze nicht statisch macht. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber im Prinzip muss ich da immer ein neues, wenn quasi mit New eine neue Katze, eine neue Cat angelegt wird, muss ich im Prinzip auch ein neues quasi Elternobjekt mit anlegen. Sonst ist es immer das Gleiche. Das ist ein bisschen verwirrend, klar. Aber irgendwo, man kann da immer noch nachvollziehen, wenn man eben JavaScript weiß, wie das intern aufgebaut ist. Und deswegen erzähle ich es auch so genau. Also das sind ja viele Sachen, die irgendwo, sagen wir mal, nicht mehr so ganz aktuell sind, aber die irgendwo man sieht, wie JavaScript arbeitet. Und das ist nach wie vor so, auch wenn es irgendwo jetzt heutzutage ein bisschen mehr versteckt ist. Aber im Prinzip, nochmal um das zu wiederholen, bei JavaScript gibt es eben nur wenige Dinge. Es gibt Objekte. Und Arrays sind Objekte, spezielle Objekte, Funktionen sind quasi auch spezielle Objekte und das hängt eben alles miteinander zusammen. Und auch quasi Objektorientierung wird auch so klassischerweise realisiert, das kann man auch immer noch so machen. Und jetzt gibt es die vierte Variante, OOP4. Da steht ECMAScript noch, das ist jetzt ein bisschen verdeckt. Und da wird es wieder komischerweise, also man hat ja schon alles gehabt, das war irgendwie die Philosophie, die toll war irgendwo. Und jetzt haben sich aber viele gedacht, okay, sie hätten doch gerne solche Klassen wie in Java, in anderen Sprachen, Ruby, Python und so weiter. Und jetzt hat man das tatsächlich auch nochmal implementiert. Im Hintergrund arbeitet natürlich das Ganze gleich. Also das heißt, es ist irgendwo, baut es aufeinander auf. Aber was ich jetzt habe, ist eben im Prinzip folgendes. Ich habe jetzt einen Keyword Class. Also das ist bei dem ECMAScript 2015 eingeführt worden. Was bedeutet, es arbeitet vielleicht nicht auf Browsern, die auf alten Rechnern installiert sind, aber das ist eh heutzutage, glaube ich, obsolet, weil die Browser sich immer schön updaten. Und ich denke mal, dass man das heutzutage nicht mehr berücksichtigen muss. Ja. Weil das wären ja quasi Browser älter als 2015. Ja gut, das ist auch nicht alt. Ne?
Ja, da muss man auch sagen, also ich kann das ja auch aus der Praxis noch irgendwie wiedergeben, da hat man auch mal so ein Projekt in Zusammenarbeit mit einer großen Firma, ich möchte jetzt nicht sagen, welche Firma das war, aber da ist es ja so, dass große Konzerne im Prinzip oft einmal Standardinstallationen von Betriebssystemen lizenziert haben und die werden eben benutzt. Und das heißt, wenn die eben 5 Jahre alt sind, dann werden die trotzdem benutzt. Und da sind halt die Browser drauf, die standardmäßig auf diesen Installationen drauf sind. Und wenn das irgendwelche älteren Windows-Versionen sind, dann sind es auch die Browser. Und jetzt sagt man sich, okay, das kommt vielleicht nicht so oft vor, aber das kommt tatsächlich vor, weil es zum Beispiel auch Standorte gibt, meinetwegen in anderen Ländern, China oder was weiß ich, Indien, die tatsächlich noch diese Installationen am Laufen haben. Und wenn man dann eben Software entwickelt für solche Firmen, dann muss man dann wirklich damit rechnen, dass man vielleicht diese neuen JavaScript-Konstrukte nicht verwenden kann. Das gibt es immer noch. Das wird sich auch noch eine Weile so verhalten. Bestimmt noch 5 bis 10 Jahre vielleicht. Das heißt, man muss das schon wissen, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, dass ältere Browser da irgendwo plötzlich irgendwo am Start sind. Also wenn man jetzt natürlich für irgendwelche Entertainment, Lifestyle-Sachen arbeitet, muss es vielleicht nicht der Fall sein, aber trotzdem kann es wirklich sein, dass das irgendwo noch relevant ist. Deswegen gibt es auch Transcompiler, zum Beispiel Babel, kann man auch mal erwähnen. Also das ist hier dieses Babel.js zum Beispiel, sehr bekannt. Da hat man im Prinzip JavaScript Compiler, der eben, wie man hier schon sieht, hier kann man modernes JavaScript eingeben. Es wird dann irgendwo in normales Standard 1.4 JavaScript kompiliert. Das ist ein Transpiler, den kann man runterladen. Es gibt hier auch, das ist vielleicht ganz schön, eine Beschreibung. Mal hier bei Docs. Auch diese ECMAScript-Sachen, weil die nämlich dieses Babel, genau dieses ECMAScript umsetzt, da hat man eigentlich hier eine gute Beschreibung von allen ECMAScript-Möglichkeiten. Hier zum Beispiel auch die ganzen Klassen, was ich jetzt gerade erwähne. Das ist hier auch beschrieben. Da wollen wir jetzt auch mal weitermachen. Also das heißt, Sie können natürlich auch gerne im modernen JavaScript programmieren, das natürlich eigentlich in allen Browsern läuft heutzutage. Und falls nicht, kann man das immer noch runterkompilieren, quasi in Standard altes JavaScript 1.4. Ja, also was hat man jetzt hier? Man hat hier im Prinzip, wie man es eben gewohnt ist, eine Keyword Class. Da kann man eben eine Klasse beschreiben. Ich gehe mal an die hier weiter zu diesen Zeilen 5 und 8. Das sind zum Beispiel zwei Methoden definiert. Das eine ist getName und Says. Das sind Methoden, was hier auffällt. Ich muss hier kein Keyword Function hinzufügen. Das kann ich mir quasi sparen. Und ich muss aber auch keine Return-Werte angeben, weil was sich nicht geändert hat in dem ganzen ECMAScript ist, dass JavaScript nach wie vor keine statische Typisierung hat. Wenn ich das will, dann muss ich quasi weitere Spracherweiterungen, die so ähnlich funktionieren wie das Babel, also irgendwelche Transcompiler einsetzen. Da gibt es verschiedene, also da gibt es TypeScript, was sehr beliebt ist, oder Dart, die dann eben statische Typisierung erlauben und da kann man dann quasi so programmieren wie eben mit Java im Prinzip, ja, genau. Es gibt auch irgendwelche anderen Transcompiler, die irgendwelche anderen Sprachen in JavaScript übersetzen, ja, sogar irgendwie, was weiß ich, Object Pascal, also Delphi oder sowas. Aber da wollen wir natürlich auch nicht drauf eingehen. Und Ziel ist hier ja nur, sich mit JavaScript zu befassen, auch nicht mit irgendwelchen anderen Konstrukten, wie zum Beispiel eben jetzt Dart oder TypeScript, genau. Also man hat im Prinzip hier Klassen, man hat Methoden. Das muss ich nach wie vor nehmen als Zugriff für die
Felder. Die Felder muss ich direkt nicht spezifizieren, weil ich die im Konstruktor einfach dynamisch generieren kann. Der Konstruktor ist eben ein spezielles, eine spezielle Methode, die heißt einfach nur Constructor. Da kann ich Parameter reingeben, kann dann eben die Felder mit this.irgendwas initialisieren. Das ist eigentlich so wie eine JavaScript-Klasse aufgebaut, ist ECMAScript-Klasse. Dann gibt es eben Vererbung mit Extends, wie man es eben kennt. Also man hat dann eben eine Subklasse Cat von Memel, kann den Konstruktor aufrufen, den Superkonstruktor, wie man es auch kennt, mit Super. Dann ruft er nämlich diesen Konstruktor von Memel auf. Man kann dann natürlich in dem Subklassenkonstruktor noch weitere Felder hinzufügen und kann dann eben mit New einfach auch wieder das Ganze, ein Objekt davon generieren. Im Prinzip ist es aber ähnlich wie das hier, nur eben schöner geschrieben. Genau. Mal kurz schauen. Also jetzt sind wir im Prinzip durch. Ich habe hier noch die Quellen, die irgendwie vielleicht noch relevant sind. Also wir haben hier Self-HTML, das ist so eine ältere Geschichte. Gibt es die noch? Ja, gibt es noch. Das ist irgendwas, das war früher sehr schön. Man kann eben da diese alte JavaScript-Referenz eben sich nochmal anschauen. Anstieg in JavaScript. Genau, das sind viele Sachen, die ich erzählt habe. Wie gesagt, das Babel ist ganz interessant auch. Da kann man auch gut sich über die Syntax von ECMAScript eben informieren. JavaScript zu Good Parts habe ich mich verschrieben, Entschuldigung. Da gibt es, manchmal gab es da, gab es zumindest mal das Buch. Ja, das gibt es nicht mehr, okay. Ist auch recht. Es gibt, man kann jetzt JavaScript online testen natürlich. Es gibt eben das 2015er. Es gibt ja verschiedene, hier nochmal den Compiler zum Runterladen als Standalone, wenn ich den nicht so installieren will wie auf der Webseite. Als JavaScript Transpiler, als in JavaScript gibt es hier noch. Dann gibt es nochmal die Beschreibung von den Event-Händlern und eben den ECMAScript-Standard und den Link zum JSON. Und ja, also ich wäre jetzt im Prinzip durch diese ganze JavaScript-Geschichte durch. Was ich vielleicht noch der Vollständigkeit halber, wenn wir schon dabei sind, noch erwähnen kann, das ist im Prinzip jQuery. Das ist so eine quasi ein Framework, das können wir gerne nochmal hier erwähnen. Und zwar, weil es eben normalerweise schon so ist, dass man irgendwelche JavaScript-Bibliotheken einsetzt. Wie gesagt, das ist nicht das neueste Framework, aber es verdeutlicht eigentlich sehr schön, wie so ein JavaScript-Framework arbeitet. Das ist auch, denke ich, immer noch sehr populär im Einsatz. Deswegen gehe ich jetzt dann noch als quasi Dreingabe nochmal auf diese JavaScript-Frameworks, speziell jetzt jQuery ein. Ja, und auch auf sowas wie Ajax, also das ist auch so eine Technik, die man vielleicht nochmal erwähnen sollte. Ja, Ajax bedeutet Advanced JavaScript and XML. Und ermöglicht das Laden von Daten ohne Neuladen der Seite direkt von JavaScript aus. Das ist erstmal nicht selbstverständlich, weil nämlich man muss nämlich sich im Klaren darüber sein, dass das HTTP-Protokoll ziemlich einfach ist. Das bedeutet, HTTP-Protokoll, ich stelle eine Anfrage an den Server und bekomme was. Und wenn jetzt das HTML-Dokument geladen ist, dann ist es da und es kommt aber nichts mehr dazu.
Und früher war das ja auch so, also ich kann mich da auch noch gut erinnern, wo die Webseiten noch nicht so dynamisch waren. Also das war noch vor dem, was man dann irgendwann Web 2.0 genannt hat. Ja. Da musste man eben, was weiß ich, Seiten neu laden oder man musste im Prinzip ein Formular abschicken und so weiter. Und das war dann relativ, ja, performant. Das hat sich eben angefühlt wie Internet im Gegensatz zu Desktop. Ja. Und heutzutage merkt man den Unterschied ja dank eben Ajax nicht so sehr, weil nämlich in einer schon geladenen HTML-Seite, in einer laufenden Seite noch Daten dazugeladen werden können. Ja. Genau, also darum geht es eigentlich. Und hier haben wir im Prinzip die Technik, wie es eben klassischerweise funktioniert. Also das ist auch so, dass es da dass das vor, also früher auch schon ging, ja, das haben wenige Leute genutzt. Und also das ist quasi jetzt ein bisschen historischer Code. Es gibt nämlich ein Objekt, das ist das XML-HTTP-Request-Objekt. Es ist hier im Prinzip dieses hier, dieses ja, das kann ich eben mit new instanzieren. Ich muss dann natürlich, das war damals historisch beim Internet Explorer über ein ActiveX-Object machen. Also die Zeilen hier, die Zeilen 1, die machen, also die beiden, die machen im Prinzip das Gleiche. Ne? Ja. Also dann habe ich das eben als Referenz in HTTP und kann dann Folgendes machen. Ich kann dann Daten laden. Ich kann dann sagen HTTP open, get und dann einfach eine Datei angeben, die ich laden will. Und dann wird es ein bisschen interessant, also weil das nämlich diese Philosophie von JavaScript und überhaupt von diesem Ajax ausdrückt ist. Es wird jetzt nicht gewartet im Code an der Zeile, bis die Datei geladen ist und danach weitergemacht. Also in anderen Sprachen, die Sie vielleicht jetzt schon kennengelernt haben, ist es ja so wie in C, dass natürlich, wenn man jetzt was lädt, dass dann da geblockt wird und solange gewartet wird, bis was geladen ist. Und bei JavaScript ist es so, es wird eben nicht gewartet, es ist nicht blockend. Das heißt, diese Methode open wird aufgerufen und dann wird gleich danach weitergemacht mit der nächsten Zeile Code. Und weil ich ja auch nicht wissen kann, wie lange was lädt. Es kann ja sein, dass das schnell geht, kann auch sein, dass es lang dauert oder dass es nie lädt. Ne? Und deswegen wird gleich weitergemacht. Das heißt, JavaScript ist in dem Sinn auch sehr performant. Da gibt es auch dieses Paradigma, diese Single-Threaded Ausführung von JavaScript, dass ich eigentlich keine Threads brauche oder Nebenläufigkeit, weil eben ich das alles in quasi in einem Thread-Prozess eben ausführen kann. Und zwar die Magie ist folgende. Ich bekomme dann, wenn das Ding geladen ist, mit Open stoße ich quasi das Laden an und dann kann ich sagen on ready state change, also das bedeutet, wenn sich was getan hat, wenn es geladen wurde, wird eine Funktion aufgerufen und dann kann ich quasi darauf reagieren. Dann bekomme ich mit HTTP Response Text eben im Prinzip die Antwort, die Daten und kann die dann ausführen mit Eval, das sollte man eigentlich nicht machen, kann ich quasi das Ganze parsen, wenn das JSON ist in JavaScript und kann das dann verwenden. Ja, genau. Also das ist quasi so dieses Historische, wie man das per Hand programmieren kann. Aber das geht natürlich nach wie vor, weil das natürlich relativ, naja, kompliziert ist es nicht, aber ich muss immer diese Unterscheidung treffen und so. Es geht natürlich angenehmer und dann gibt es jetzt klassischerweise ein Framework, das heißt eben jetzt jQuery, das das Ganze eben komfortabler macht. Und zwar kann man sagen, das Hallo Welt Beispiel in jQuery wäre jetzt das hier. Ich sage im Prinzip Script Type JavaScript, source gleich jQuery, da lade ich die jQuery-Bibliothek in einem eigenen Script-Tag. Und dann habe ich irgendwo in meinem Dokument sowas stehen wie Document Ready. Das brauche ich im Prinzip auch, damit ich
warte, bis alles geladen ist und auch das jQuery da ist. Das ist quasi die Main-Methode, die sieht so aus. $DocumentReady, Parameterklammer, Function. Das ist jetzt auch schon mal erklärungsbedürftig nochmal, was das jetzt bedeutet. Dieses jQuery.js, das stellt mir ein jQuery-Objekt zur Verfügung und dieses ist in einer Variable $. Das heißt, das Dollar ist jetzt in dem Fall tatsächlich ein variabler Name. Also ich kann in JavaScript ja auch nicht nur alphanumerische Variablennamen vergeben, sondern auch eben Sonderzeichen mit einbinden. Und die haben das sich einfach gemacht und haben eben in Dollar das jQuery-Objekt referenziert. Und ich kann dann sagen, Dollar, also das ist ja auch eine Funktion, gibt da das Dokument mit rein und kann dann eben gleich sagen, ready als Methode, die aufgerufen wird, wenn das Dokument geladen wurde. Und jetzt kann ich natürlich, wie ich schon erwähnt habe, als Parameter in Methoden, Funktionen natürlich auch Funktionen mit reingeben. Ja, genau. Und genau das wird hier gemacht. Ja, deswegen sieht das eigentlich in jQuery üblicherweise so aus. Document ready. Klammer auf Function. Das heißt, dass diese ganze Function hier, die von hier bis hier geht, ist im Prinzip ein Funktionsobjekt, das ich als Parameter dem ready mitgebe, sozusagen. Ja. Genau. Und diese Function wird eben ausgeführt, wenn das Dokument geladen wird. Und da kann ich dann Dinge machen. Genau, das heißt, das Dokument ist geladen. Und was er zum Beispiel klassischerweise macht, das hat jetzt mit Ajax noch nichts zu tun, ist, ich kann auch, deswegen heißt es auch jQuery, ich kann Queries machen, das heißt, ich kann mir Dinge aus dem DOM, also aus dem Document Object Model, das ist im Prinzip diese hierarchische Elementstruktur aller Elemente im Browser, kann ich Dinge auswählen, zum Beispiel mit Dollar und dann einen Selektor angeben, in Anführungszeichen. Und A bedeutet alle A-Tags, also alle Anker. Ich wähle alle Anker aus und mit Punkt-Klick binde ich an alle Anker im Prinzip eine Callback-Funktion, die ich dann wieder als Function-Parameter hier angebe, wo eben Alert Thanks for Visiting kommt. Das heißt, egal auf welches Hyperlink-Objekt ich klicke, es wird immer Alert Thanks for Visiting aufgerufen. Das heißt, das Schöne daran ist, ich kann das quasi so wie vektorisieren. Ich kann im Prinzip, ich muss keine Schleife über alle Objekte machen, sondern ich kann quasi alle. Diese Query gibt mir nicht nur ein Objekt, sondern quasi vielleicht eine Menge an Objekten und mit dieser Menge kann ich auch operieren und kann da meinetwegen verschiedene Dinge damit machen, wie zum Beispiel irgendwelche Event-Händler dran binden. Genau. Und dieses Query, also diese Query funktioniert eigentlich wie in CSS. Ich kann im Prinzip einzelne Tags angeben. Ich kann auch mit Raute ID, einzelne IDs angeben, dann ist es natürlich nur eins offiziell. Ne? Oder ich kann mit Punkt Klassenname auch Klassennamen angeben und kann da im Prinzip komplexe Selektoren, die ich auch in JavaScript, in CSS mache, nehmen kann, meinetwegen, kann ich hier angeben und kann dadurch quasi wie bei CSS-Selektoren eben für JavaScript Elemente aus dem DOM auswählen und verarbeiten. Das heißt, diese Hallo Welt-Funktion von jQuery, da sieht man schon eben eine wesentliche Eigenschaft. Also nochmal, ich brauche dieses Ready als Einsprung. Dann kann ich operieren auf ganze Klassen von oder Mengen von DOM-Elementen. Und was eben jQuery oft ausmacht, ist diese Verschachtelung. Ich habe da immer so eine Verschachtelung an Function in Function.
Und ich habe eben operiere auf ganze Klassen und ich habe diese typische Query mit dem Dollar. Genau. Ja, zum Beispiel verschiedene Klassen, also hier habe ich eine ID mit der, also hier habe ich ein Element mit der ID myDiff, das wäre dann ein Div. Ich kann auch CSS quasi verändern, ich kann dann also nicht nur diese Event-Händler wie Ready und wie Click machen, sondern ich kann mit .css auch einzelne CSS-Eigenschaften verändern. Ich kann dann eben die Eigenschaft angeben, Property, und dann den Wert dazu. Kann es für verschiedene Klassen machen. Kann auch das inner-HTML angeben, indem ich die Methode HTML aufrufe und dann eben da drinnen auch den Wert reingebe. Was ich auch machen kann, das ist auch interessant hier, das ist auch typisch, das ist dieses Operator Chaining oder Verkettung von Methoden aufrufen. Ich kann nämlich .attrib.animate machen, das heißt, dieses Element mit der ID Build, dem gebe ich das ein zusätzliches Attribut Source, nämlich BuildJPEG. Also wenn ich jetzt sage, das ist ein IMG-Tag, dann kann ich dem das Attribut Source geben mit BuildJPEG, was zur Folge hat, dass das Bild dynamisch geladen wird in dieses IMG-Tag. Und ich kann dann noch, wenn das geschehen ist, .animate machen und kann dann quasi sagen, die Breite wird hochskaliert auf 100 Pixel und zwar in 1000 Millisekunden. Also das heißt, diese Zeile hat zur Folge, dass ich eben in vielleicht ein leeres oder ein schon vorhandenes IMG-Tag das Bild austausche und die Breite animiere auf 100 Pixel in einer Sekunde. Das Operator Chaining funktioniert deswegen, weil ich im Prinzip, dass alle jQuery Methoden, die ich auf die Elemente aufrufe, die liefern immer das Element selber wieder zurück mit Return. Also das heißt, hinter jeder von dieser Methoden verbirgt sich sowas wie Return This. Und dann kann ich eben mit dem nächsten Methodenaufruf von dem This weitermachen. So ist dieses Operator Chaining quasi aufgebaut. Hier habe ich quasi die entsprechenden Blöcke dazu. Das Bild ist hier das hier, das Bild DMG, ID gleich Bild. BuildJPEG. Wenn ich das einen anderen Namen hätte, könnte ich da auch beliebige andere Bilder laden. Genau. Und da habe ich das ID, das Div mit der ID myDiff, da tausche ich im Prinzip da ändere ich die Optik. Das heißt, da wird eben hier eben ein Rahmen rumgemacht. Genauso wie bei allen Divs dieser Klasse. Oder ich tausche den Inhalt von dem Div hier aus. Oder von allen Divs eigentlich, muss man auch sagen. Ja, also das heißt, das kann ich mit jQuery machen, diese Manipulationen. Und ja, also das mit diesen, haben wir es hier, genau, was das dynamisch macht, ist natürlich irgendwo, gehen wir mal kurz erstmal zu dem nochmal, ist eigentlich dieses Ajax, und das kann ich jetzt ganz simpel machen. Da gibt es auch verschiedene Methoden. Es gibt eine $Ajax-Funktion, es gibt aber ganz simpel eine $Get, die ist wahrscheinlich am einfachsten. Ich kann $Get machen, kann im Prinzip hier ein Script, Server-Script meinetwegen, Test-PHP, das lädt quasi das Script oder den Inhalt, der generiert wird von dem Test-PHP. Danach kann ich gleich die Callback-Funktion angeben, die eben aufgerufen werden soll, wenn das Test-PHP geladen ist. Und dann kann ich dann mit Alert Data Loaded Data, die Funktion bekommt als Parameter eben die Daten zurück, und dann kann ich die mir eben gleich ausgeben lassen. Das heißt, das ist eine Zeile, ist sehr simpel. Ich gebe an eben die Quelle, dann die Callback-Funktion, bekomme die Daten mit, und man darf nicht vergessen, dass das nicht blockend ist. Also nach der Zeile 2 bis 4 geht es eben ganz normal im Code unten weiter.
Und irgendwann, wenn es geladen ist, wird dann dieses Alert aufgerufen, eben zeitverzögert. Das ist dann eben dieser Wrapper von diesem ganzen Ajax, was man vorher gehabt hat in jQuery. Ja, genau, das war es eigentlich jetzt nur noch der Vollständigkeit halber, diese Sachen, wie man eben Bilder darstellen kann, indem er einfach zum Beispiel ein Element generiert, ein img-Element. Ich kann dann hier zum Beispiel sagen, okay, load. Da wird eben das Ganze eben zu einem Div dazu. Das ist das Loader hier, das wird dann dran gehängt, wenn es geladen worden ist. Und dann kann ich einfach sagen, okay, Source Bild, also das heißt, da gebe ich jetzt das Bild an. Und nachdem ich diese Property Source dynamisch eben hinzufüge, wird das Bild tatsächlich geladen. Wenn es geladen ist, wird Load aufgerufen. Und dann wird es dazu mit Append zu dem ID-Loader hinzugefügt. Und genau, das CSS wird eben dann mit Operator Chaining gleich noch verändert in eine Größe oder eine Position, ja, je nachdem. So könnte man quasi ein dynamisches Bildladen auch umsetzen. Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, zentral ist eigentlich das bei dem jQuery nicht nur diese DOM-Manipulationen, sondern auch dieses Ajax, was ich da sehr simpel umsetzen kann. Was natürlich jetzt hier in der JavaScript-Einheit nicht erwähnt wird, ist natürlich irgendwo das ganze Thema Serverprogrammierung. Das soll natürlich jetzt auch wirklich nicht Thema sein, sondern das ist natürlich vielleicht was für die nächste Folge oder die übernächste. Hier ging es jetzt mal vor allem mal die wichtigsten Prinzipien von JavaScript und vielleicht auch Zusammenspiel mit irgendeinem Framework mal zu erwähnen. Ja, das war es jetzt mit der JavaScript, mit dem Thema. Ich würde mich natürlich über Feedback auch freuen und wünsche jetzt viel Spaß damit und ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Und dann wünsche ich mal ja, noch einen schönen Tag und viel Erfolg.